Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu einem Let's Show ausnahmsweise von mir, Play Minecraft Go. Genau, so, wir befinden uns nun in einer, beziehungsweise in meiner Singleplayer-Map. Und zwar möchte ich euch in dieser ausnahmsweise mal Nicht-Let's-Play-Folge eine kleine Burg zeigen, die ich gebaut habe. Und zwar steht die hier hinter mir. So, und zwar hat diese Burg den Namen Burg Grafenstein. So, kurz noch zur Information. Diese Burg ist nicht gescheatet, ist vollkommen legal abgebaut. Und ja, hat eine Menge Arbeit gekostet inzwischen schon. Da ich auch sehr detailliert darauf geachtet habe, dass das hier alles geometrisch korrekt ist. So. Jeder der Türme besitzt einen Weg auf die Burg, auf diese Burgüberquerungsmauer, sag ich mal. Allerdings hat diese lediglich einen Ausgang. Hier könnte man theoretisch noch einen zweiten machen, würde sich dann aber mit der Wendeltreppe ein bisschen kompliziert gestalten. Dementsprechend hat jeder Turm leider nur einen Ausgang. So, ich verfranse mich hier wieder zu oft, das merke ich schon. Aber okay, ich hoffe, es stört euch nicht. So, außerdem hat jeder Turm ein kleines Dach. Und zwar mit einem kleinen Bäumchen verschönert, sag ich mal. So, das dann zu den Dächern. So, dann gibt es halt eben, wie gesagt, diese Wallgänge, sag ich mal. Wallgänge. Und wenn man hier unten hinkommt, kommt man auch immer wieder von den Türmen runter. So, an sich ist das jetzt noch nicht wirklich etwas Besonderes. Hier in der Mitte werde ich dann jetzt noch für den neuen Update-Status dann ein kleines Haus, beziehungsweise mehrere Häuser. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Entweder ein kleines Haus oder mehrere Häuser oder ganz viele kleine Häuser oder keine Ahnung. Kleine Hütchen oder sowas. Muss ich noch gucken. Werdet ihr dann im neuen Update sehen. Ja, gut. Im Grunde war es das jetzt auch eigentlich schon vom Let's Show her. Ich möchte euch jetzt im Grunde nur noch bitten, kommentiert es. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Favo und ein Abo da. Kritik nehme ich auch sehr gerne an. Ausbauvorschläge auch sehr gerne. Ideen und Überlegungen, Verbesserungen nehme ich alles sehr gerne an. Wenn ihr irgendwelche Unstimmigkeiten gesehen habt, die verbessert werden könnten, sollten, müssten, schreibt es unten in die Kommentare im Minecraft-Forum oder bei YouTube, wie ihr lustig seid. Ansonsten wünsche ich euch eigentlich nur noch einen schönen Tag und möchte halt eben jetzt nochmal kurz, bevor ich jetzt aufhöre, muss ich euch nochmal kurz hier jetzt oben links einblenden lassen, einen kleinen Link zu meinem Let's Play. Da könnt ihr gerne mal mit reingucken. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sind inzwischen bei Part 5. So, okay, das war's dann aber auch. Okay, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann hoffentlich bei meinem Let's Play oder beim Update von dieser Burg wieder bei Burg Grafenstein von Play Minecraft Go. Auf Wiedersehen und gute Nacht.